So, das war jetzt mal ein Video, was wir nicht geshootet haben mit unserem teuren Equipment, sondern mit unserem Handy. Denn wenn man anfängt zu filmen, muss es nicht immer gleich das 1000-Euro-Equipment sein. Denn die beste Kamera ist ja auch immer die, die man dabei hat. Und das ist unser Handy. Genau, also wie ihr gerade gehört habt, es muss nicht immer das teuerste Equipment sein, sondern es geht auch vielmehr darum, dass ihr das Equipment, das ihr zur Verfügung habt, auch richtig einsetzen könnt, dass ihr euer Equipment kennt. Muss ja auch nicht immer das Smartphone sein. Und dann geht es auch darum, wenn ihr euer Equipment ganz gut kennt, dass ihr auch den Bildausschnitt und die Komposition innerhalb des Bildes richtig wählt. Natürlich hat so ein Handy Vor- und Nachteile. Vorteil, wie schon gesagt, wir haben das Handy immer mit dabei. Mittlerweile gibt es sogar schon Apps, die bestimmte Einstellungen ermöglichen und auch wir haben sogar kleine Objektive, die man einfach vor die Linse klemmen kann, um so halt mehr Möglichkeiten zu erreichen mit dem kleinen Handy. Kommen wir zu den Nachteilen jetzt bezogen auf das Smartphone. Das Smartphone hat ja nur den Autofokus und beim Autofokus ist es manchmal so, dass der leider macht, was er will. Das heißt, wir können viele Parameter nicht manuell einstellen, wie zum Beispiel die Öffnung der Blende. Außerdem ist es beim Smartphone so, dass es einen sehr kleinen Sensor hat. Das heißt, wir haben auch nur einen sehr geringen Dynamikumfang. Und das kann dazu führen, dass der Himmel im Hintergrund schnell ausgebrannt ist, also sehr weiß wird. Außerdem muss man beim Filmen mit dem Smartphone, wenn man es in der Hand hält, eine sehr ruhige Hand beweisen. Das ist natürlich ein allgemeines Problem, ist nicht nur von Smartphones. Und dagegen helfen zum Beispiel auch Steadicams. Da können wir auch Steadicams schon für das Smartphone kaufen. So, das waren jetzt ein paar Vor- und Nachteile, die wir euch gezeigt haben. Kleiner Hinweis von uns noch, für den Filmcharakter Querkant filmen, außer ihr macht natürlich Stories für Instagram oder Snapchat. Und jetzt heißt es, weg vom PC, genug Video geschaut, üben, üben und üben.